Wenn es eines Tages einen Moment gibt, in dem ich der Welt vollständig zu verstehen geben kann, dass ich des Friedens lebe und mit keiner bösen Absicht hierher kam, wird auch dies einer dieser Augenblicke in meinem Leben sein, in welchem sich meine Seele und mein Herz um einen großen Teil an Glück erweitern können. Irgendwann verstand ich begreifen zu müssen, zu erkennen, ob ich stark genug dafür bin, viele Wesen der göttlichen weiblichen Art wie Messer in meinem Rücken zu spüren. Besonders wenn die Zeit da war, in denen ich mich, auch wenn es nur mein Blick war, welcher sich unbewusst ihren Beschützer näherte oder ihre Beschützer sich meinem lebendigen Foto legen. Ich dafür aber meine Kunst, mein Verstand, mein Gefühl für die freizügige und gezügelte Kunst zu leben, sie mit der Welt zu teilen. Oder ob ich darüber schwieg, dass ich es bleiben ließe, meine Gefühle, meine Trauer, meine Freude in meiner Form von Freiheit und Kunst mit der Welt und ihren Wesen zu teilen und dafür vielleicht nicht ganz so viele Messer plötzlich in meinem Rücken, welche bis vor in meine Seele drängten zu haben. Irgendwann hoffe ich wirklich, dass man merkt, dass ich niemanden, irgendjemanden wegnehmen möchte. Und dass die Menschen darüber mal nachdenken, dass wenn ihr Partner jemand anderen toll findet, nicht auch der andere, der toll gefunden wird,